Kameras und Computer, die automatisch Gesichter erkennen können, eines der wichtigsten Themen für Sicherheitspolitiker. Viele andere haben allerdings Bauchschmerzen. Der Grüne, Hans-Christian Ströbele, verlangt, das Berliner Pilotprojekt abzubrechen. Das ist ein tiefer Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, wenn diese automatische Erkennung eingegeben wird und die Leute dann praktisch in Jetztzeit mit anderen Bildern verglichen werden. Die Befürworter versprechen sich schnellere Fahndungserfolge. Die tagelange Flucht eines Terrorverdächtigen, wie nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz, soll nicht mehr möglich sein. Uns ist aber wichtig, dass an Stellen, an denen viele Menschen unterwegs sind, bei der Verfolgung schwerer Straftaten dieses Instrument eingesetzt werden kann. Der Datenschutz kann nicht einen uneingeschränkten Vorrang vor der Strafverfolgung haben. Bei dem Berliner Versuch gibt es allerdings Probleme mit den Transpondern, welche die Testpersonen bei sich tragen. Die können viel mehr Daten erfassen als vereinbart. Deshalb will die SPD-Innenpolitikerin Eva Högl den Versuch abbrechen, obwohl sie nicht grundsätzlich dagegen ist. Es ist absolut wichtig, dass ein Versuch zur Gesichtserkennung ordentlich durchgeführt wird und keiner Kritik in der Durchführung begegnet. Denn wir wollen diesen Versuch nutzen, um im Bundestag zu entscheiden, ob wir die Gesichtserkennung zulassen oder ob wir das ablehnen. Der politische Streit darum hat gerade erst begonnen.